Mikrofon unter dem erreichenden Ballon. Wir kommen zum verrottenen Ballon. Henning Ziro, eine Frage. Wie Hermann, du hast gesagt, die Landesregierung tut alles, um dieses Projekt zu verhindern. Die Frage, warum hast du nicht diesen Baustopp gefordert? Und zwar deshalb, weil in der Schlichtung, sogenannten Schlichtung, vereinbart wurde durch Geißler, vor dem Stresstest keine Fakten zu schaffen. Also dieses Geldargument, ihr müsst bezahlen, sticht nicht. Wir erwarten, dass du diesen Baustoff forderst. Und zwar deshalb, dann vermeidet man auch diese Gewalt, weil der Brecht hat mal gesagt, der Fluss, der über die Mündung tritt, nennt man gewalttätig, aber nicht das Flussbett, das in Eineck. Hier wird nämlich Ursache und Wirkung vertauscht. Deswegen muss man den Baustoff fordern. Aus Grünen und aus der SPD. Die SPD hat in der Frage offenkundig eine andere Position. Deswegen kann ich da nur für die grüne Seite sprechen. Und auch hier sind wir gebunden, wir tun alles, um die Zahlen offen zu legen. Und ich als Grüner tue alles, um diese Fehlinvestition zu vermeiden. So, und jetzt zu der Frage mit dem Baustoff. Der Baustoff kriegt nicht dadurch ein, dass man auf den Tisch haut und nochmal sagt, ich fordere den Baustoff. Weil wir der Bahn in aller Deutlichkeit gesagt haben, wir erwarten, dass sie nicht weiterbaut, dass sie keine Fakten schafft. Aber wir sind nicht der Bauherr. Wir sind nicht der Bauherr. Der Verkehrsminister ist auch nicht der Bauherr. Und es war vollkommen klar, dass der Baustopp, wenn wir den Baustopp gefordert hätten, es gleichzeitig die Anerkennung dieser abstrusen Rechnung war, 56 Millionen für 4 Wochen oder für 6 Monate dann 410 Millionen Kosten. Das konnten wir nicht anerkennen, das war nicht los, das war auch politisch nicht los, das war im Kabinett, von daher war es völlig klar. Ich könnte selbstverständlich sagen, wir fordern den Baustopp, aber wir zahlen nichts. Jawohl, das kann ich sagen. Gut, wir kommen zum roten Luftballon. Ich habe am Samstag das Interview vom Polizeipräsident gelesen. Ich habe mich gewundert, dass er bereits ankündigte, mehr am Montag zu erwarten als einfach eine Demo. Am Montagabend war ich am Südflügel und habe mich gewundert, dass die Polizisten, die vor Ort waren, die waren völlig relaxed, völlig entspannt, trotz der Ereignisse, die am Grundwassermanagement stattfanden. Heute habe ich ein neues Interview mit Herrn Züffle gelesen und auf die Frage, warum die Polizei nicht reagiert hat oder die Erstürmung verhindert hat, hat er gesagt, um Verletzte zu verhindern. Also ich habe mich dreimal gewundert und ich möchte Ihnen einfach die Beobachtung als Vertreter der Landesregierung mitteilen. Danke. Gut, wir nehmen das jetzt als ein kurzes Statement und gehen weiter zum blauen Ballon. Guten Abend, Herr Minister. Ich befürchte, dass der Stresstest wieder eine Beruhigungsspiele sein soll. Das soll und vielleicht auch für Politiker, die immer noch an Ehrlichkeit glauben. Von Seiten der Bahn wurde nahezu jede getroffene Vereinbarung ignoriert. Vor allem das Versprechen, den Test offen und transparent und für jedermann nachvollziehbar durchzuführen. Stattdessen wurde er auf das eine Kriterium Leistungssteigerung reduziert. Von Sicherheit, Barrierefreiheit, Notfallplänen, Naturschutz keine Rede mehr. Ganz zu schweigen von einer aktualisierten Wirtschaftlichkeitsberechnung. Meine Frage, soll dieser unvollständige Stresstest, der uns wie ein Brocken mit Friss oder Stirb hingelaufen wird, in kürzester Zeit abgenickt werden soll, bei entsprechender
ausgezeichneten bahnfreundlichen Ergebnissen und begleitet von weisen Worten aus dem Mund des Herrn Geisler, so gern womöglich akzeptiert werden. Ich fühle mich als Bürgerin dieser Stadt hintergangen und belogen. Welche Kriterien legen Sie an den Stresstest an? Ja, das heißt aber auch, was ist das für ein Stresstest? Und, die Idee kam uns nicht von Heiner Geisler, sondern es war im Schlussgespräch so meine Information in der Schlichtungsrunde ein Vorschlag, auch das Aktionsdienst zu sagen, ihr müsst beweisen, dass dieser Bahnhof überhaupt was kann, nämlich 30% mehr Züge in der Spitzenzeit. Und insofern glaube ich nicht, dass der Stresstest per se ein Unsinn ist, sondern dass es schon eine wichtige Form ist, diesen Bahnhof zu prüfen, was er kann, oder dieses Projekt zu prüfen, was er kann. Wichtig ist aber auch, dass zu diesem Stresstest immer dazugehört hat, das Notfallkonzept. Das liegt bis heute nicht vor, und wenn das nicht vorliegt, ist der Stresstest unvollständig. Ein richtiges auch, das habe ich vorhin gesagt, ich wiederhole es mir, dass Heiner Geisler eine ganze Reihe von anderen Verbesserungsforderungen vorgelegt hat und die Bahn bis heute nicht dargelegt hat, wie sie das umsetzen möchte und was es kostet. Und daraus bestehen wir, und ich habe schon Briefe gemacht, dass wir das vor der Bahn auch machen. Was sagen Sie denn dazu, dass der Stresstest für den Ostbahnhof abgelehnt wurde von der Bahn? Das hat mich überrascht. Die Idee ist ja daraus entstanden, dass ich in den letzten Wochen verschärft Informationen bekommen habe von Experten, die gesagt haben, wieso rechnen wir eigentlich immer mit 37 Zügen beim Kopfbahnhof? Das ist doch kein Maßstab. Und dann sage ich ja, wie war es hoch? Na natürlich, es gibt einen Unterschied zwischen den tatsächlich fahrenden Zügen zur Zeit und den möglichen Zügen im Kopfbahnhof. Und man hat in dieser Schlussrunde in der Eile, da ist sehr viel Hektik gewesen, man hat es nicht überprüfen können, aber man sagt, wir nehmen das, was gerade im Fahrplan steht. Und heute fragt man sich natürlich, ist das der Maßstab? Wisst ihr nicht, man kann ja nicht die mögliche Kapazität des untersten Bahnhofs mit dem gerade mal gefahrenen messen. Das ist ja das eine mit Kapazität, das andere mit Ist gemessen. Da müssen wir bei beidem mit der Kapazität messen. Und so ist die Idee entstanden, zu sagen, wenn wir Amtsbach vergleichen wollen bei der Volksabstimmung, dann muss der Kopfbahnhof auch getestet werden, was eine Leistungsfähigkeit ist. Und wenn herauskommt, dass der Kopfbahnhof schon heute mehr kann, als der unterirdische je können wird, dann wäre das ja ein gutes Argument. Wir kommen zum grünen Bayern. Ich habe zu dem, was Sie gerade gesagt haben, eine Zusatzfrage noch. Das war eigentlich mein Anliegen. Haben Sie eine schriftliche Niederlegung für die Kapazität, nicht die derzeitige, aber die Kapazität überhaupt für unseren Kopfbahnhof jetzt? Gibt es da etwas? Das wäre dringend notwendig. Also, die Landesregierung kann das doch Anordnungen machen lassen, meine ich. Ich weiß es nicht. Also das sind nicht mehr im Königreich, also wird nicht einfach angeordnet, aber wird geprüft. Und richtig ist, wir haben eine Zahlspanne von, die Bahn hat lange Zeit behauptet, 35 Züge wäre das Ende der Fahnsteige im Kopfbahnhof. Der frühere Bahnchef hat gesagt, wir haben bis zu 62 Züge gefahren in der Spitzenzeit. Also der frühere Bahnchef war der Herr Hopfensitz. Ja, Bahnhofschef. Ja. Genau. Und zwischen dieser Spanne muss ja irgendwo die Wahrheit liegen, und das muss man herausfinden. Deswegen habe ich gesagt, wir wollen das prüfen, wir wollen das testen. Ich möchte gerne seitens des Verkehrsministeriums das prüfen und testen lassen, um herauszufinden, was ist die wirkliche Leistungsfähigkeit des Kopfbahnhofs lassen, damit wir da endlich mal Klarheit haben und nicht immer mit x-beliebigen Zahlen rumschauen. Das soll belegt werden, das kann belegt werden. Das können Experten ausrechnen. Die Bahn muss allerdings mitstehen, wenn wir da dann den Stresstest so abwickeln, wie das mit dem unterirdischen Durchgangsbahnhof geschehen ist, weil da sind ja auch die Rechenprogramme und auch die Daten der Bahn angelegt.
62 Züge, das höre ich jetzt zum ersten Mal. Das ist ja eine gigantische Zahl, die der alte Kopfbahnhof, der jetzige, bewältigen könnte. Müssen Sie dafür nicht die Trommel rühren und das an allen Ecken und Enden laut und deutlich sagen? Na gut, ich habe ja heute schon mal einmal auf die Pauke gehauen damit. Und eins nach dem anderen. Jetzt die Bahn hat übrigens, das will ich noch sagen, weil in der Zeitung steht, die Bahn hat es brüsk abgelehnt. Tatsächlich haben wir in der Fahrplankommission, wo die Experten der Bahn dabei waren und auch der anderen Projektpartner, haben wir den Vorschlag gemacht. Wir fanden das alle Experten keine schlechte Idee. Nur die Führung fand es eine schlechte Idee, weil wenn da rauskäme, dass der Kopfbahnhof richtig leistungsfähig ist und anders als behauptet, dann würden die mit ihrem Konzept ein bisschen alt aussehen. Wir kommen zum Mikrofon am orangenen Ballon. Hallo, Herr Minister Herrmann, mein Name ist Michael Gärtner. Ich komme von der IG Bürger für Stuttgart 21 und habe eine kurze, aber spannende Frage. Stimmt es, Herr Minister, dass Ihnen bereits die Ergebnisse des Stresstests der Bahn und die an die SMA, die von der SMA übermittelt wurden, bereits vorliegen? Das ist meine Frage. Meine kurze Antwort, nein. Es gibt auch solche Wörter, die sehr präzise sind. Bitte der rote Ballon. Guten Abend, Herr Minister. Ich spreche auch für die Interessensgemeinschaft Bürger für Stuttgart 21. Meine Frage ist, im schlichter Spruch ist der Stresstest kein K.O.-Kriterium, sondern soll notwendige Nachbesserungen aufzeigen. Warum verbiegen Sie den Stresstest und interpretieren diesen anders als der Schlichter? SR21 wird gebaut, die Frage ist lediglich wie. Bitte. Und zu meinem Vorgänger möchte ich noch die Frage kurz erweitern, ob Sie nicht wirklich am Freitag, als der Lenkungskreis hier getagt hat, die Ergebnisse der Deutschen Bahn erhalten haben. Und auf diese Antwort möchten wir Sie dann noch später festnageln. Danke. Also, zu den Informationen, die wir von der Bahn bekommen haben, ich kann euch nur sagen, so spärliche Informationen über die Kosten und in den Baurisiken, in der Bauentwicklung, wie wir haben, da würde man jedes kleine Kommunalprojekt in keinem Gemeinderat durchkriegen. Und hier geht es um viele Millionen und da finde ich, da muss die Bahn ordentlich nachlegen und besser informieren. Was heißt das jetzt konkret? Sie haben keine Informationen bekommen. Also ich als Bürger stelle mir vor, wenn Sie sagen, legen Sie mir bitte die Kosten des Baustoffs auf den Tisch, ich will das nachprüfen, dann muss doch eine Liste Ihnen zugehen, wo Sie sagen können, aha, das sind die Kosten, das sind die Kosten, das sind die Kosten. Stimme ich zu oder stimme ich nicht zu? Wie funktioniert denn das eigentlich, diese Verständigung? Also die Sitzungsvorlage zu diesem Thema, was kostet der Baustoff, hat aus einem dreiseitigen Papier von Herrn Grube bestanden und aus einem dreiseitigen handgeschriebenen Papier von Herrn Käfer. Da hat er in der bekannten Weise, wie hier bei der Schlichtung auf einer halben Seite vorgerechnet, wie die 56 Millionen zustande kommen. Das betrachte ich nicht eine Plausibilisierung der Kosten, sondern das ist der Beweis, dass er Dreisatz rechnen kann. Und man muss bei solchen immensen Kosten genau nachvollziehen können, wofür Kosten entstehen. Wir haben zum Beispiel eine Gegenrechnung seitens meines Hauses aufgemacht. Wir sind zu einer Kostengrößenordnung gekommen, die um den Faktor 10 runter lag. Also 5 bis 7 Millionen maximal Kosten an Verzug, wenn man sich sozusagen auf dieses Verfahren einlässt. Und deswegen muss ich sagen, wenn kein Gemeinderat könnte mit so einer Papiergrundlage jeden verantwortlichen Beschluss fassen. Und ich bin als Minister der Landesregierung natürlich verantwortlich, dass dieses Geld des Landes
gerecht und zweckgerecht ausgegeben wird. Und wenn es dazu keine Grundlage gibt, dann dürfen wir da nicht ja dazu sagen. So. Ja, das Blaue. Das sind blaue Fragen. Bitte. Ja, guten Abend, Herr Herrmann, Sebastian Hein, auch von der Interessengemeinschaft Bürger für Stuttgart 21. Ich muss jetzt nochmal auf meinen Kollegen eingehen und nochmal nachhaken. Die erste Antwort auf die Frage, ob Sie im Lenkungskreis am Freitag die Ergebnisse des Stresstests, der durch die Bahn durchgeführt wurde, bekommen haben, war nein. Bei der zweiten Frage haben Sie sich schon so ein bisschen wischiwaschi mit den Kosten rausgeredet. Was wir wissen wollen, haben Sie die Stresstestergebnisse, die die Bahn gemacht hat, übermittelt bekommen? Nochmal nein. Das will ich aber nochmal erklären. Ja, wo wir stehen. Die Bahn hat den Stresstest durchgeführt und hat die Informationen an die SMA weitergegeben. Die SMA zertifiziert und überprüft das, was die Bahn gemacht hat. Und dann soll es Ergebnisse geben. Die Bahn hat mal gesagt, dass es vielleicht Ende dieser Woche bekommen oder nächste Woche schon. Aber bisher haben wir noch nichts in der Hand. Entschuldigung. Wenn ich noch was nachfragen darf zu der vorigen Frage mit, es wird auf jeden Fall gebaut, hat Heiner Geißler gesagt. Da will ich doch daran erinnern, dass Heiner Geißler in seinem Spruch gesagt hat, Stuttgart 21 plus kann gebaut werden, wenn. Und Stuttgart 21 kann nur gebaut werden, wenn folgende Punkte erfüllt werden. Und die sind nicht erfüllt. Und deswegen kann es auch so nicht gebaut werden. Guten Abend, Herr Minister. Mein Name ist Robert Koppler von der Interessengemeinschaft Stuttgart 21. Ja, das ist ja aktiv. Wir freuen uns sehr, Ihre Einsatzbemerkung. Da haben Sie gesagt, wenn es nicht so viele Verzögerungen bei der Bahn gegeben hätte, hätten wir heute schon einen schönen Bahnhof. Haben Sie vollkommen recht, Herr Minister, da freuen wir uns sehr drüber. Ich weiß gar nicht, warum jetzt alle lachen, das haben Sie, Herr Minister, gefragt und die Ausstellung war ausgelacht. Herr Minister, die Grünen oder die Regierung werden an der Ölbaustrecke festhalten. Ohne S21 lassen sich keine zusätzlichen Verkehre auf diese Strecke trainieren. Ja, 21 wird es wohl überhaupt erst in etlichen Jahren geben. Herr Minister, wird der Bürger hier getäuscht? Also ich glaube, eine der größten Täuschungen ist, wenn man sagt, wenn wir diesen Bahnhof jetzt bauen, dann sind wir in 10 Jahren fertig. Weil wir schon jahrelang im Verzug sind, weil es immer noch nicht mal ein begonnenes Bahnfeststellungsverfahren auf dem Film gibt, weil alle Leute, die sich auskennen, selbst die für Stuttgart 21 sind, sagen, so ein Moos wie da oben hätten sie noch nie gesehen, das könnte man so nicht bauen. Es gibt keine Planfeststellung für den Abstellbahnhof in der Türkheim. Es gibt überwiegend keine Planfeststellung für die Neubaustrecke und es wird behauptet, man könnte gleich loslegen und bauen. Und nebenbei gesagt, weder der Bahnhof ist komplett durchfinanziert, noch die Neubaustrecke ist von Seiten des Bundes mit all den entstehenden Mehrkosten durchfinanziert. Und da sage ich, wir würden locker in den nächsten 10 Jahren einen Kopfbahnhof super sanieren und hätten nach 10 Jahren einen super Kopfbahnhof gut saniert zum halben Preis. Als erstes möchte ich ganz kurz festhalten, dass im Kopfbahnhof ja 44 zugefahren und die Unterlagen liegen Herrn Wittmann vor.
die Beweisunterlagen dafür. Das heißt, wir reden erstmal nur über 5 Züge mehr beim neuen Bahnhof, wenn der denn jemals kommen wird. Und das ist ja schon mal ein Punkt, der eigentlich lächerlich ist. Meine Frage... Der Zug in Milliarden, ne? Ja, meine Frage zielt aber auf was anderes hin. Wie wollen Sie Transparenz schaffen, wenn Sie die Bahn 100 Tage simuliert und Sie nur 3 Tage zum Prüfen haben? Wie wollen Sie denn überhaupt in dieser Zeit Transparenz schaffen? Zugegeben, das ist ein Ärgernis. Es ärgert mich auch, dass wir nicht nur zu wenig Zeit haben, das wirklich zu prüfen und zu diskutieren, sondern dass wir natürlich auch sehen müssen, dass am 14. der Stresstest vorgestellt wird und am 15. werden die nach Bahnplänen die Vergaben getätigt. Daraus kann man nur schließen, dass die Bahn den Stresstest nie ernst genommen hat. Weil sonst würden wir wenigstens mehr als ein Tag Zeit brauchen zum Nachdenken. Und das beunruhigt mich auch sehr, muss ich ganz offen sagen. Und wir werden gucken, dass wir die Informationen früher bekommen, dass sie auch früher breit untersucht werden können, dass auch Fraktionsbündnis bekommt. Aber wir werden nicht aufhören, da einfach zu diskutieren. Wir werden es wirklich konzentriert analysieren und ich glaube nicht, dass es mit dem 14. zu Ende ist in der Debatte. Da täuschen Sie sich eigentlich. Haben Sie da keine Möglichkeit, einfach zu sagen, so machen wir da nicht mit? Das ist eine Unverschämtheit. Ja. Der Gedanke kam ja abends so auch. Ne? Aber wenn wir aussteigen, was ist dann? Dann passiert gar nichts. Also müssen wir drinbleiben, darauf bestehen, dass sie wenigstens ihre selbstgesteckten Regeln einhalten. Dass ich meine, es war doch der Bahnchef Grube, der nach der Schlichtungsrunde gesagt hat, wir halten uns an den Schlichtungsstufen und erwarten, dass es jeden auch tun. Inzwischen wissen wir, dass sie nur gemeint haben, wir ziehen mal formal den Stresstest durch und machen sie so weiter wie bisher. So haben wir das nicht verstanden. Sondern wir haben es als ernsthaften Dialog verstanden, mit Überlegungen, mit Überprüfungen und auch Klarstellungen. Und das gilt uns aber auch natürlich für uns. Ich finde schon auch, dass wir uns den Argumenten, den rationalen Diskurs stellen müssen, den Fakten. Nur glaube ich, dass wir da ganz gute Karten haben. Und die andere Seite hat bisher, wie ich finde, nicht belegen können, was die leisten, dass es dieser Bahnhof wirklich zukunftsfähig ist. Dass der für das nächste, dieses Jahrhundert ausreicht. Das ist ja bisher nicht bewiesen und ich finde immer, wer 5 Milliarden ausgibt, der hat eigentlich Beweispflicht, dass er damit was Vernünftiges schafft. Das Mikrofon ist im großen Ballon, bitte. Mein Name ist Fritz Schuber. Ich wohne hier in Stuttgart, bin nicht von der Idee Bürger für Stuttgart 21, sondern mache seit fast einem Jahr regelmäßig mit bei der Mahnwache am Laubausgang des Hauptbahnhofs. Am Anfang möchte ich doch gegen einige meine Sandwiches hier auf dem Platz energisch protestieren, die in Richtung Demagogie gehen. Da wurde auf einem Sandwich locker behauptet, am Montag sei eine Bombe gezündet worden. Da hat jemand anderes nicht in der Staatsbürgerkunde aufgepasst, wenn sie behauptet, Polizisten würden wegen schwerer Körperverletzung ermittelt. Das macht die Staatsanwaltschaft. Nicht überhaupt nicht zu akzeptieren ist allerdings, wenn auf einem Sandwich Matthias von Herrmann in die Nähe der RAF gerückt wird. Jetzt zu meiner Frage. Aber ganz schnell bitte. Ja, meine Frage lautet, wie kann die Volksbefragung zu einer Darstellung des Volkswillens werden, bei einem Quorum von 33%, das entspricht etwa unter widrigsten Umständen zu sammeln, 1,6 Millionen Stimmen. Wir wissen alle an diese Problematik bei der Volksabstimmung. Ich habe die Frage gestellt.
Ja, wir werden es jetzt noch gleich beantworten. Er hat auch vorher noch was zu den Kneipen gesagt. Ich finde, ein Kneipen, wo Menschen sind, ist daneben und ist gefährlich. Das sollte man lassen. Das stört mich im Fußballstadion wie bei einer Demo. Ich halte es für gefährlich. Wir sollen davon ablassen. Wir sollten dafür sorgen, dass sowas nicht passiert. So, jetzt zur Volksabstimmung. Ja, das Quorum ist verdammt hoch. Ja, wir werden es tun. Wir werden versuchen, das abzusenken. Wir sind aber auf die anderen Oppositionsparteien angewiesen und die haben offenbar nicht das Interesse, dass es mehr Bürgerinteressen gibt. Dann bleibt die Herausforderung an uns, an euch alle, dafür zu sorgen, dass es tatsächlich ein bewegendes Thema ist und dass dieses Land in dieser Sache eine Grundsatzentscheidung trifft, dass genügend Leute an die Ohren gehen und zeigen, dass es ihnen ernst ist mit einer neuen Politik, mit einer anderen Verkehrspolitik und mit der Bürgerbeteiligung. Da seid ihr alle gefordert, denn wenn wir das Quorum nicht erreichen, dann haben wir alle verloren.